Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der SPD, der Fraktion der Freien Demokraten zum 19. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Hessischen Landtages. Vereinbarte Redezeit 5 Minuten. Als erster Redner ergreift der Kollege Bellino das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Tat, ich darf für die Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP und SPD eine Gesetzesinitiative einbringen, die sich mit den Rechtsverhältnissen der Abgeordneten des Hessischen Landtages befasst. Das hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht, denn dieser Gesetzentwurf ist nicht nur mit Begründung auf 3 Seiten abgehandelt, sondern er besteht aus 3 überschaubaren Komponenten. Zum einen geht es um die Entlohnung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wahlkreisen. Das wird mitunter in der Öffentlichkeit auch etwas vermischt. Das hat nichts mit uns direkt zu tun. Es hat auch nichts mit den Fraktionsgeschäftsstellen zu tun, sondern mit den Mitarbeitern, die uns im Landkreis oder im Wahlkreis entsprechend unterstützen. Seit 1999 hat hier keine relevante Anpassung stattgefunden. Und wir haben uns darauf verständigt, eine Einstufungsänderung vorzunehmen nach EG 11 in der Endstufe. Das heißt auch im Klartext, dass seit 1999 hier keine Veränderung stattgefunden hat und dass dies eben, naja, ich sage fast auch zulasten derer geht, die uns in unserer wichtigen Arbeit im Wahlkreis unterstützt haben. Und auch wenn wir jetzt diese moderate Anpassung vornehmen, so heißt das nicht, dass man hier kometen- oder raketenmäßig abhebt, sondern wir verbessern uns gerade einmal um einen Platz. Wir sind auch immer noch, wenn man das mit den anderen Ländern vergleicht, an 5 letzter Stelle. Die zweite Komponente, nein, Entschuldigung, von Platz 7 auf Platz 6, das ist noch etwas in Anführungszeichen moderater, als ich das eben hier ohne Lesebrille gesehen habe. Die zweite Komponente befasst sich mit der Kostenpauschale. Auch hier haben wir uns auf eine Änderung verständigt. Auch hier hat es in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren nur moderate Änderungen gegeben. Gerade einmal um ca. 20% in 20 Jahren. Und wenn man sich überlegt, was damit alles abgegolten wird, vom Porto über den Drucker, über die Sprit- und Telefonkosten, dann ist dies mit Sicherheit zu rechtfertigen und ist aber auch, wenn man die 20 Jahre Revue passieren lässt, weniger als die Inflation oder die Preissteigerung in diesen 2 Jahrzehnten verdeutlicht haben. Und auch für diejenigen, die das vielleicht etwas kritisch hinterfragen, wir bleiben hier immer noch an 5 letzter Stelle im Bundesvergleich stehen. Ich sage das auch, denn dies gehört zur Wahrheit, gerade wenn man eben die Bundesländer, wie das der ein oder andere tut, miteinander vergleicht. Und die dritte Komponente befasst sich mit unseren Diäten. Und hier ist meines Erachtens festzustellen, und das sage ich auch außerhalb des Landtags, dass ich mir kaum eine transparentere und fairere Lösung vorstellen kann. Wir machen das nicht einfach mal so in Selbstbedienungsmentalität oder was uns da gerade einfällt, sondern wir orientieren uns an dem Statistischen Landesamt. Was die uns sagen, was der Hesse, der durchschnittliche Hesse im Jahr zuvor an Einkommensteigerungen hatte, das vollziehen wir ein Jahr später nach. Transparenter geht es nicht. Und ich glaube auch, dass es fairer nicht geht. Denn wir koppeln uns nicht ab von der wirtschaftlichen Entwicklung in Hessen. Wir koppeln uns nicht ab von dem, was die Bürgerinnen und Bürger draußen verdienen oder nicht verdienen, sondern wir orientieren uns an dem, und das ein Jahr später. Und das wird mitunter übersehen oder nicht gerne gehört, weil das ist ja so charmant. Wenn das nach unten gehen sollte, außerhalb dieses Landtags, wenn die Einkommensentwicklung sich außerhalb des Landtags, also bei den Bürgern, negativ entwickelt, dann vollziehen wir auch dies nach. Das heißt, dann werden auch unsere Diäten entsprechend reduziert. Und ich bin dem Finanzminister dankbar, dass er das vorhin auch einmal in der Gesamtsumme gesagt hat. Er vertritt ja die zweite Gewalt, ist aber auch Mitglied dieses Landtags. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Die Gesamtsummen dessen, was hier dieser Landtag per se verwendet, um die Regierung zu kontrollieren, um unser Land zu gestalten, sind gerade einmal 0,25% des Gesamthaushalts. Und da sind die Diäten und die Kostenpauschale und alles, was ich eben aufgeführt habe, nur ein kleiner Teil davon. Ich denke, das gehört auch dazu, wenn man zu Recht den Anspruch an uns stellt, gute und vernünftige Politik zu machen.
Insofern bin ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, der festen Überzeugung, dass das, was wir hier erarbeitet haben, was wir parteiübergreifend, auf das wir uns verständigt haben, nicht nur angemessen ist, sondern es auch fair ist und das auch die wirkliche Realität in unserem Hessenland abbildet. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bellino. Bevor ich nun dem nächsten Redner, das ist der Kollege Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten, das Wort erteile, ist es mir eine besondere Freude und eine sehr große Ehre, dass ich auf der Besuchertribüne Herrn Prof. Nian samt seiner Delegation aus Ho Chi Minh City recht herzlich begrüßen darf. Er wird begleitet von seiner Exzellenz, dem Botschafter Nguyen Minh Vu und dem Generalkonsul seiner Exzellenz Pham Trong Giang. Und ich glaube, in Sachen von Herrn Prof. Nian kann man zu Recht sagen, er ist der Vater unserer gemeinsamen Universität, der Vietnamesisch-Deutschen Universität. Ein wahres Leuchtturmprojekt, das nun seit 11 Jahren besteht. Er ist in seiner Funktion als Mitglied des Politbüros und erster Sekretär von Ho Chi Minh heute bei uns. Und ich glaube, auch das darf man in einem solchen Zusammenhang sagen. Es gibt ein dichtes Band an Kooperationen zwischen Vietnam und Hessen wie bei keinem anderen Bundesland. Und deswegen ist es uns eine große Freude, dass Sie heute hier sind. Sie sind ein herzlich willkommener Gast und ein gern gesehener Gast. Schön, dass Sie Hessen wieder einmal besuchen. Herzlich willkommen, lieber Herr Prof. Nian. Ich habe bewusst auf Zitate verzichtet und darf jetzt den Kollegen Lenders, das Wort erteilen. Sie haben das Wort, Herr Kollege, 5 Minuten pro Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die AfD-Fraktion wird uns sicherlich gleich erklären, dass das, was wir hier zu beschließen haben, alles viel zu viel ist und dass wir als Abgeordnete viel zu viel verdienen. Herr Kollege Lambrou, Sie werden feststellen, dass Ihr Versuch, sich davon zu lösen, dass Sie jetzt nicht auch zu den Politikern, zu denen da oben, dass dieser Versuch, sich davon zu distanzieren, es wird Ihnen nicht gelingen. Die Bürgerinnen und Bürger werden Sie jetzt, wenn Sie hier in einem Landtag sitzen, genauso pauschal in diese Kritik mit reinnehmen wie alle anderen auch. Willkommen im Club, kann ich da nur sagen. Ihr Versuch, sich davon zu distanzieren, wird nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, und man kann sich dann schon manchmal fragen, warum eine Partei, die die Institutionen des Hessischen Landtags ablehnt, mit ihren Organisationsstrukturen so ablehnt, wie Sie das tun, überhaupt für den Landtag kandidiert hat, meine Damen und Herren. Die Frage müssen Sie irgendwann einmal beantworten. Meine Damen und Herren, ich finde es bedauerlich, dass wir es nicht geschafft haben, auch eine Fraktion wie DIE LINKE dazu zu bekommen, diesen Gesetzentwurf mitzutragen. Wir haben viele Beratungen, und es waren schwierige Beratungen, darüber, wie die Fraktionen ausgestattet werden sollen, wie Mitarbeiter vergütet werden sollen. Und da haben wir auch auf Interessen der Linksfraktion ausdrücklich sind wir darauf eingegangen. Meine Damen und Herren von den LINKEN, und da müssen Sie sich dann schon einmal die Frage gefallen lassen, wenn Sie nicht bereit sind, für Ihr eigenes Handeln hier im Landtag Verantwortung zu übernehmen, wie Sie jemals Verantwortung für die Menschen draußen in diesem Land Verantwortung übernehmen wollen. Die Frage müssen Sie irgendwann einmal stellen, beantworten. Meine Damen und Herren, es geht den LINKEN vor allen Dingen um eins, um die Frage, wie wir es organisieren, das, was uns das Verfassungsgericht aufgegeben hat, dass wir selber darüber bestimmen, wie viel wir verdienen. Und, meine Damen und Herren, Kollege Bellino hat es ja schon richtig gesagt. Dann erklären Sie mir doch einmal Ihr Modell. Dann erklären Sie mir doch auch der Bund der Steuerzahler, Herr Papendick. Da soll er mir doch einmal erklären, wie wir es denn besser regeln sollen. Und ich werde Ihnen eines sagen. Es ist die fairste und transparenteste Lösung, die wir uns vorstellen können. Und es wäre auch im nächsten Jahr, wenn mir hier jetzt nicht irgendeiner ein anderes Modell mehr erklärt, das wäre auch im nächsten Jahr so.
und im übernächsten Jahr so. Wo ist denn dann der Unterschied, ob wir das jedes Jahr beraten oder hier einmal eine generelle Lösung finden, wo wir gesagt haben, das ist das richtige Modell, es festzulegen? Und, meine Damen und Herren, es ist auch ja durchaus transparent. Denn die statistischen Werte geben es ja her, und sie werden auch veröffentlicht. Es kann also jeder nachlesen, was wir verdienen. Ich weiß gar nicht, wo das nicht transparent sein soll. Meine Damen und Herren der LINKEN, ich finde es schon sehr bedauerlich, dass Sie sich an dieser Stelle einer Gesamtverantwortung, die dieses Haus zu tragen hat, nicht gestellt haben. Meine Damen und Herren, es ist auch beinahe ein Reflex vom Bund der Steuerzahler. Ich glaube, man hätte sich, ja, da lachen Sie. Ich kenne Herrn Papendick durchaus sehr gut, denn er war mal der erste Landesvorsitzende bei den Jungen Liberalen von mir. Ich kann das dem Herrn Papendick auch mal persönlich sagen, meine Damen und Herren. Denn Herr Bellino hat es ja schon richtig gesagt. Seit 20 Jahren ist die Vergütung von unseren Mitarbeitern in den Wahlkreisen nicht mehr angefasst worden. Und wer heute weiß, was Menschen draußen verdienen. Wir haben einen Fachkräftebedarf. Wer die besten Köpfe für uns gewinnen will, der muss sie auch anständig bezahlen, meine Damen und Herren. Das ist ein Gebot der Fairness. Das ist ein Gebot der Fairness. Und die Pauschale, die kostenfreie oder die steuerfreie Pauschale, die jetzt angehoben wird, um 350 €. Wie oft haben wir das diskutiert, dass Abgeordnete auch Verantwortung tragen, z.B. für ihr Wahlkreisbüro? Ich frage mich dann manchmal, ob an Herrn Papendick, an dem Bund der Steuerzahler vorbeigerauscht ist, welche Mietsteigerungen wir in den Wahlkreisen vor Ort haben, meine Damen und Herren. Dort eine moderate Anhebung anzunehmen, ist auch nicht mehr als Gebot, meine Damen und Herren. Wir machen uns damit nicht die Taschen voll, sondern dieses abgeordnete Leben kostet auch einen Haufen Geld. Das muss man der Fairness halt auch einfach mal erwähnen. Und dass wir hier, Herr Lambrou wird es uns jetzt gleich wieder erklären, dass das ja alles nichts mit dem Wahlergebnis zu tun hat, meine Damen und Herren, so eine zusätzliche Fraktion. Wir als Freie Demokraten haben das akzeptiert, dass die AfD in diesen Landtag gewählt worden ist. Aber das kostet eben auch Geld. Es kostet eben auch Geld, weil sie eine Grundausstattung brauchen. Und, meine Damen und Herren, eine Fraktion hat natürlich auch ein Grundbedürfnis, eine Grundausstattung an Kosten. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie das alles nicht wollen, Sie können es auch gerne spenden. Das steht Ihnen absolut frei, das zu tun. Das können wir ja gerne dann mal abfragen, wer das von Ihnen gemacht hat oder sich das am Ende dann halt auch einfach nur gut gehen lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Fraktionsvorsitzende der AfD, Herr Lambrou. Lieber Herr Lambrou, bleiben Sie ruhig stehen. Ich will die Chance nutzen, als ebenfalls besondere Gäste heute auf unserer Tribüne, die offensichtlich an diesem Tag eine besondere Attraktion genießt, begrüßen zu dürfen, die Kerbekönigin Caroline Thoma aus der Gemeinde Einhausen aus dem Kreis Bergstraße. Und Frau Thoma ist nicht alleine gekommen, sondern sie wird von ihren Begleitdamen, dem Kerwevater, dem Bürgermeister Helmut Glanzner und einer Delegation des örtlichen Traditionsvereins begleitet. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind. Lieber Herr Kollege Lambrou, jetzt haben Sie das Wort, 5 Minuten wie vereinbart. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger auf der Zuschauertribüne. Wir hatten das ja eben beim letzten Tagesordnungspunkt schon mal thematisiert, wie unsere Sichtweise zu diesen ganzen finanziellen Dingen ist. Was uns in der bisherigen Debatte sehr verwundert und was ich deshalb auch gleich zu Beginn ansprechen möchte, ist die Behauptung von zwei Abgeordneten, dass eine Ablehnung von Erhöhungen von Fraktionsbudgets durch die AfD und eine Ablehnung der Erhöhung von Abgeordnetendiäten und steuerfreien Pauschalen eine Ablehnung der Demokratie wäre.
Das ist hanebüchener Unsinn. Das ist im schlimmsten Sinne übelster Populismus. Selbstverständlich stehen wir genauso fest wie Sie zur Demokratie und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Allerdings sind wir anders als die etablierten Parteien, erst 6 Jahre alt. Und unsere Wurzeln, da müssen Sie sich nur die Lebensläufe der 18 AfD-Abgeordneten angucken, die kommen aus dem bürgerlichen Bereich. Das sind keine Berufspolitiker. Und deswegen sehen wir bestimmte Dinge nun einmal anders als Sie. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Erhöhungen. Aber kommen wir einmal zu diesem vorliegenden Gesetzentwurf. Denn es wurde ja eben gerühmt, dass das nur 3 Seiten sind. Das ist genau das Problem, meine Damen und Herren. Sie wollen hier, dass wir uns Erhöhungen genehmigen und begründen das im Grunde genommen nicht. Das ist unser Problem. Das Problem wird interessant geschildert. Da steht drin, dass das jetzt erhöht werden muss, weil es nicht mehr den aktuellen Erfordernissen eines Abgeordnetenmandates entspricht. Ja, da habe ich die Frage, und das habe ich in der bisherigen Debatte nicht verstanden. Warum? Was sind denn die aktuellen Erfordernisse, die die Erhöhung notwendig machen? Da hätten wir gerne Argumente und nicht irgendwelche wohlklingenden Worte, wie Herr Bellino sie gewählt hat. Angemessen, fair, das ist keine sachliche Argumentation. Und die vermissen wir. Im Grunde genommen läuft es darauf hinaus, dass wir sagen, wir wollen mehr Kohle. Und das reicht nicht für eine Erhöhung von den entsprechenden Positionen, die Sie hier aufführen. Gehen wir einmal auf die einzelnen Dinge. Eine Erhöhung der Abgeordnetendiät. Wir haben das eben ja schon mehrfach gehört. Zu einem Zeitpunkt, wo wir wahrscheinlich in einen Wirtschaftsabschwung hineingehen, ist aus unserer Sicht das falsche Signal. Eine Firma, die eine konjunkturelle Trübung voraussieht, wird bestimmt nicht die Gehälter der Mitarbeiter erhöhen, sondern Maß halten, genau an dieser Stelle. Und das sollten wir in der jetzigen Situation halt eben auch machen. Auch die Erhöhung der Kostenpauschale, der steuerfreien Kostenpauschale von 601 auf 950 € pro Monat, übrigens nicht mehr mal 110 Abgeordnete, sondern mal 137, wird aus unserer Sicht nicht wirklich schlüssig begründet. Es wird hier geredet von, dass das alles im Politikbereich explizit komplizierter geworden ist. Hier steht zunehmende Komplexität. Aber auch hier, worin besteht denn die zunehmende Komplexität? Waren politische Fragen in den letzten 20 Jahren einfach oder waren sie einfacher? Wir haben hier keine Argumente gehört, denen wir wirklich zustimmen können. Und deswegen lehnen wir das in dieser jetzigen Form auch ab. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Ja, der Bund der Steuerzahler. Herr Bellino hat ihn nicht einmal erwähnt. Das war ihm wahrscheinlich zu heikel. Herr Lenders hat ihn erwähnt. Der Bund der Steuerzahler ist kein Reizreflexmechanismus. Da sitzen Fachleute, die den Finger in der Regel in die richtige Wunde legen. Und das hat der Mensch vom Bund der Steuerzahler hier auch wieder zuverlässig gemacht. Genauso zuverlässig, wie die AfD das macht. Weil wir sind eine Bürgerpartei, und wir haben den Bezug und den Kontakt zu den Bürgern noch nicht verloren. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abg. Rudolph von der SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was ist die Arbeit eines Parlaments wert? Was darf Demokratie kosten? Das ist eine Frage, die in der Tat zu Recht gestellt werden kann. Und das vermeintliche Privileg, dass Abgeordnete über die Höhe ihrer Vergütung, Diäten selber entscheiden können, finde ich, bedeutet auch eine besondere Herausforderung. Aber damit das klar und deutlich gesagt wird, wir stellen uns dieser Verantwortung. Wir haben vor Jahren ein Verfahren entwickelt, wie sollen Abgeordnete
die Höhe sich bemessen. Da kann man immer darüber streiten, ob das zu viel, zu wenig ist, ob mehrere Hunderttausend für Profifußballspieler auf der Ersatzbank angemessen sind oder Ähnliches. Da kann man darüber streiten, was ist wert. Das hat jeder einen eigenen Parameter. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns entschieden, den sogenannten Nominallohnindex anzuwenden. Das ist die Entwicklung der öffentlichen und privaten Gehälter und Löhne. Das legt das Statistische Landesamt einmal fest. Wenn Sie sich die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, das war einmal 2,2 %, das war einmal 1,9 %, das war einmal 0 %, als das ausgesetzt wurde. Alles sehr, sehr maßvoll. Ja, ich bin der Meinung, auch die Arbeit von Abgeordneten verdient Respekt. Dazu stehen wir auch als Parlamentarier. Und im Gegensatz zu einer bestimmten Gruppierung sehen wir auch ein Parlament nicht als Quasselbude oder eine Einrichtung, die man nicht braucht, sondern um den Diskurs zu streiten, wer hat die besseren Politikansätze. Das wird einmal durch den Souverän, durch die Wählerinnen und Wähler entschieden. Und in der parlamentarischen Demokratie ist es so, der Landtag ist die erste Gewalt. Und eine der Aufgaben, zumindest nehmen wir so wahr, ob andere die so wahrnehmen, da habe ich meine hehren Zweifel. Weil wenn man sich nur auf ein Thema in der Politik kapriziert, bleibt ja nicht so viel, um sich inhaltlich auseinanderzusetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn wir eine Regierung kontrollieren sollen, dann müssen wir in die Nähe von Augenhöhe kommen. Die Regierung stellt Mitarbeiter ein im Rahmen ihres Budgets. Und da ist die Entwicklung ja in vielen Bereichen schon, sagen wir mal, fortgeschritten, um es freundlich zu formulieren, weil es ein gemeinsamer Gesetzentwurf ist. Bei Bedarf kann ich es näher ausführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute Mitarbeiter einstellen wollen, müssen wir sie auch angemessen bezahlen. Heute war ein Vertreter der Bild-Zeitung bei mir im Büro zu dem Thema. Ich habe eine Mitarbeiterin hier in Wiesbaden, dann habe ich einen Mitarbeiter im Wahlkreisbüro, der auch wissenschaftlich ein bisschen arbeiten soll, alles Teilzeitbeschäftigte, und ich habe noch jemanden, der kümmert sich um die sozialen Mädchen. So, und das war für 3.800 €. 20 Jahre nicht verändert. Und das kann man kritisieren, dass wir sagen, Komplexität, Digitalisierung, wenn Sie inhaltlich arbeiten wollen. Sie haben mal neulich gesagt, Herr Lambrou, gute Opposition richtet sich nicht nach dem Geld. Aber ich muss wenigstens ein paar elementare Voraussetzungen auch für die Beschäftigung von Mitarbeitern haben. Und deswegen ist die Erhöhung um 1.000 € nach 20 Jahren ein angemessener, notwendiger Schritt, den wir als SPD auch schon länger gefordert haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und selbst nach der Erhöhung, das reicht für maximal eine Stelle, wenn Sie wissenschaftlich arbeiten wollen und auch die Leute anständig bezahlen wollen. Immer vorausgesetzt, Sie haben Interesse an Parlamentsarbeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Einschränkung will ich an der Stelle machen. Und deswegen, dritter Punkt, Kostenpauschale. Die Kostenpauschale, das hessische System ist entstanden Ende der 80er Jahre, als es damals gewisse Unruhe im Lande gab, wegen anderer Vorgänge. Damals gab es eine Diätenkommission, die hat das festgelegt. Wir rechnen die Reisekosten nach dem Reisekostengesetz genau ab, was entsteht, machen andere Länder mit einer Pauschale. Wir haben auch nicht das Modell umgestellter Altersversorgung, was in den Ländern, die es gemacht haben, deutlich teurer ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was übrigens der Bund der Steuerzahler, übrigens finde ich das eher eine Anmaßung, ich hoffe, dass wir auch alle Steuern zahlen, also sind wir auch Bund der Steuerzahler, meine Damen und Herren, immer auch propagiert hat. Und deswegen die Kostenpauschale zu erhöhen nach vielen Jahren. Ein Grund, wir erwarten, dass die Abgeordneten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern haben. Bieten Sie heute einmal in einer Stadt ein Büro an. Das sind schon exorbitante Kosten, und andere Dinge sind auch gestiegen. Und das ist ein Grund, warum wir sagen, ja, wir stehen zu den Veränderungen im Abgeordnetengesetz. Ja, das kostet auch mehr Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, der Wähler hat entschieden, es gibt mehr Abgeordnete. Der stellen wir uns der Verantwortung. Dazu bin ich gerne bereit, in der Öffentlichkeit das zu diskutieren. Von selbsternannten Vertretern, die das alles besser wissen, lassen wir uns nicht beirren. Das sind Steuergelder, die sind transparent nachgewiesen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wer Demokratie ernst nimmt und sie praktiziert, der muss auch bereit sein, mit den Konsequenzen zu leben. Und das war die einzige Bemerkung zu einer Gruppierung. Wer nur populistisch hier agiert und vermeintlich suggeriert, dass mit dem Landtag sei in der Form nicht nötig, der schadet im Kern der Demokratie. Wir stellen uns unserer Verantwortung, und deswegen stehen wir zu dem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Rudolph. Bevor ich Herrn Abg. Schaus das Wort gebe, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass auf der Besuchertribüne keine Fotos gemacht werden dürfen nach hier unten. Herr Schaus, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist gut, dass wir uns gemeinsam darauf verständigt haben, diese Diskussion heute zu führen und nicht erst morgen am Ende der Tagesordnung zu später Zeit. Auch das gehört zur Transparenz dazu, und auch das ist ein Punkt, wo wir nicht das Licht der Öffentlichkeit scheuen müssen. Als LINKE tragen wir die Regelungen, die wir gemeinsam beraten haben, auch gemeinsam mit. Ich will das auch an jedem einzelnen Punkt noch einmal erläutern. Insofern war der Einsatz von Herrn Lenders an dieser Stelle meiner Ansicht nach etwas verfehlt, weil es um einen einzigen Punkt geht, und das wissen Sie, und den will ich auch dann nachher noch einmal darstellen. Zunächst haben wir immer gesagt als LINKE, dass es richtig ist, dass ein Lohnkostenindex zugrunde gelegt wird für die Diskussion und die Entscheidung der Anpassung der Diäten. Das ist in diesem Jahr auch passiert und dementsprechend auch eine Erhöhung von 2,9 % vorgeschlagen worden vom Statistischen Landesamt. Und das teilen wir und das tragen wir mit. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Festschreibung eines, wie ich finde, für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrages in der Größenordnung von 550.000 €, der im Übrigen erst im letzten Jahr reduziert wurde. Der war nämlich in den vergangenen Jahren wegen Enquete-Kommissionskosten usw. So genau auf dieser Höhe. Eigentlich ist es gar keine Erhöhung, sondern es ist nur sozusagen ein Glattziehen dessen der letzten Jahre. Tragen wir auch mit. Ich will das auch einmal an die Adresse aller Fraktionen sagen, auch der AfD. Ich halte es für ausgesprochen demokratisch, einen relativ hohen Sockelbetrag zu haben für kleine wie für große Fraktionen, um die Arbeitsbedingungen dann einigermaßen angemessen zu gestalten. Und das trifft Sie genauso wie uns, und davon haben Sie genauso die Vorteile. So. Die Erhöhung der Kostenpauschale. Und da sage ich mal, ist es durchaus sinnvoll und notwendig, zu Beginn einer Legislaturperiode mal auf die Gesamtkosten zu schauen und mal festzustellen, wie das aussieht. Also wir sind selbst bei dieser Erhöhung von 601 auf 950 €, die wir auch mittragen, noch, die noch hinter oder vor uns sind noch weitere 14 Bundesländer. Weitere 14 Bundesländer. Nur Hamburg und Bremen, die Stadtstaaten, haben niedrigere Kostenpauschalen an dieser Stelle und steuerfreie. Und ich sage mal so, auch an die Adresse der AfD gerichtet. Also, wenn Sie kritisieren, dass die steuerfreie Pauschale erhöht wird, dann ist es eher für mich so, dass Sie das kritisieren können, weil wenn man illegale Spenden sozusagen steuerfrei organisiert, ja, dann hat man natürlich als Partei einen Vorteil und braucht die steuerfreie Pauschale nicht. Und ich finde auch, Ihr Einsatz hier sozusagen als Moralapostel anzutreten, völlig verfehlt, wenn man berücksichtigt, dass im Jahre 2017 die AfD-Fraktion mehrere 30.000 €, das ging damals unter dem Slogan Mettbrötchen-Skandal sozusagen in die Annalen, mehrere 10.000 € sozusagen öffentliche Gelder verfressen hat, ja, und dann sich hier sozusagen zum moralischen Apostel zu kreieren, das ist doch völlig daneben. Meine Damen und Herren, was den größten Brocken der Anpassung angeht, das ist die Tarifanpassung für die Wahlkreismitarbeiter und Mitarbeiter. Da ist schon viel dazu gesagt worden. Zunächst einmal. Die Bemessungsgrundlage war früher immer die Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrages Endstufe. Das war die Stufe 5. Seit mehreren Jahren haben wir aber eine Stufe 6. Die ist bisher gar nicht berücksichtigt worden. Die hätte sozusagen automatisch schon angepasst werden müssen und reduziert sozusagen den Erhöhungsbetrag auf die Entgeltgruppe 11. Aber auch hier, Herr Bellino hat es zu Recht gesagt, sind andere Bundesländer
Also, wir sind jetzt bei 4.800 € pro Abgeordneten. Sind andere Bundesländer uns weit voraus. Baden-Württemberg 10.879, Bayern 10.712, Nordrhein-Westfalen 8.348 und so weiter und so weiter. Sachsen 5.667. Also, da sind Sie ja dick im Geschäft in Sachsen. Weiß ich nicht, ob Sie die Diskussion da auch geführt haben an der Stelle. Bedauerlicherweise dick im Geschäft, sage ich mal an der Stelle. Also, summa summarum, ich will zum Schluss kommen. Der einzige Punkt, und das haben wir immer wieder hier deutlich gemacht, immer wieder in jeder Diskussion, ist, dass wir der Auffassung sind, dass jedes Jahr auf der Grundlage des Index neu diskutiert und entschieden werden soll in diesem Parlament und dies nicht pauschal für 5 Jahre. Aber da dieser Passus, Sie müssen ein bisschen schneller zum Schluss kommen. Ich bin zum Schluss, ja. Aber da dieser Passus enthalten ist in dem entsprechenden Gesetzentwurf, konnten wir nicht mit draufgehen. Wir tragen aber inhaltlich diese Erhöhung alle mit. Als Nächstes hat sich der Abg. Frömmrich von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ist es so, wenn es in Debatten im Parlament um das Rechtsverhältnis der Abgeordneten geht, wenn es um die Ausstattung der Abgeordneten geht und auch wenn es um die Diäten der Abgeordneten geht, ist es natürlich so, dass das in einem besonderen Fokus der Öffentlichkeit steht und dass die Öffentlichkeit natürlich sehr genau darauf schaut, was wir machen und wie wir es machen. Deswegen sollten wir die Beschlüsse, die wir hier treffen, und das, was wir hier vereinbaren, angemessen machen, und wir sollten es vertretbar machen. Ich glaube, das, was wir hier als Gesetz vorlegen haben, ist angemessen und vertretbar, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Regelungen, die wir treffen, sind ja auch nicht neu. Wenn wir uns die Abgeordnetendiäten anschauen, ist es ein geübtes, langjähriges Verfahren hier im Hessischen Landtag. Die Erhöhungen orientieren sich an dem Nominallohnindex. Was ist daran verkehrt, wenn sich die Abgeordnetendiäten an den Einkommen der Bürgerinnen und Bürger und der Kostensteigerungen der Bürgerinnen und Bürger orientieren? Daran kann im Prinzip nichts verkehrt sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Verfahren ist ja auch transparent, denn ein Blick ins Abgeordnetengesetz erleichtert bekanntlich die Rechtsfindung. Dort steht im § 5 Absatz 4, Maßstab für die Anpassung ist die Entwicklung des vom Hessischen Statistischen Landesamtes ermittelten Nominallohnindex. Also, lang geübte Praxis. Ich glaube, diese Praxis sollten wir auch beibehalten. Und das hat der Gesetzentwurf, der hier von den Fraktionen vorgelegt worden ist, zum Inhalt. Im Vorfeld dieses Gesetzgebungsverfahrens, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat es Gespräche mit allen Fraktionen gegeben, mehrfach Gespräche mit allen Fraktionen gegeben. Und ich wundere mich schon, wenn der Kollege Lambrou hier sagt, Sie hätten viele Fragen und Sie hätten viele Dinge, die Ihnen nicht schlüssig sind. Dann frage ich mich, warum haben Sie die Gelegenheit nicht genutzt, als wir unter den parlamentarischen Geschäftsführern mit dem Präsidenten zusammen diese Fragen erörtert haben? Da hätten Sie das gut machen können. Da hätten Sie die Antworten, die Sie offensichtlich noch brauchen, bekommen können. Das war aber nicht Ihr Interesse. Ihr Interesse war, dass Sie hier im Hessischen Landtag den Populisten geben. Das war Ihr eigentliches Interesse. Und deswegen ist es auch ein bisschen vergossener Wein, den Sie machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vorschläge lagen alle auf dem Tisch. Die Vorschläge lagen alle auf dem Tisch. Von Ihnen gibt es bei den Vorschlägen, die auf dem Tisch lagen, keinen einzigen Alternativvorschlag. Sie haben keinen einzigen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf gestellt. Da liegt hier im Landtag nichts vor. Sie nehmen all das mit, was wir hier beschließen, aber stellen sich hier hin und geben den Populisten. Das ist kein gutes Vorgehen für den Hessischen Landtag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Über den Mehrbedarf
über den Mehrbedarf, über den wir hier reden. Hier geht es darum, wie wir unsere Demokratie hier gestalten. Hier geht es um die parlamentarische Demokratie in Hessen. Hier geht es darum, wie ist das oberste Verfassungsorgan des Landes Hessen aufgestellt? Wie kann dieses Verfassungsorgan, auch wenn wir als Regierungsfraktionen in den Regierungsfraktionen sind, aber wie kann dieser Verfassungsauftrag, nämlich die Kontrolle der Regierung wahrzunehmen, angemessen ausgeführt werden? Und ich glaube, dafür braucht es eine ordentliche Ausstattung. Und deswegen braucht sich dieser Landtag für diese Dinge, die hier besprochen werden, nicht zu schämen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht hier um die Ausstattung, was die Frage der Räumlichkeiten angeht. Das ist schon gesagt worden von den Kollegen. Wir haben 27 Kolleginnen und Kollegen mehr. Wir mussten umbauen. Zwei Fraktionen sind außerhalb des Gebäudes untergebracht. Wir mussten Anmietungen vornehmen, technische Ausstattung, Einrichtungsgegenstände. Das alles ist im Einzelplan 1 hinterlegt. Und davon profitieren ja letztendlich auch Sie, weil Sie natürlich auch davon profitieren, dass die Ausstattung vernünftig ist. Vom Oppositionszuschlag profitieren Sie natürlich. Und das ist das Wesen der Demokratie, dass natürlich Regierungsfraktionen die Regierung stützen. Aber es ist auch das Wesen der Demokratie, dass die Opposition so ausgestattet ist, dass sie ihren demokratischen Auftrag erfüllen kann, nämlich die Kontrolle der Regierung mit den Abgeordneten des Landtags. Und deswegen braucht es eine vernünftige und angemessene Ausstattung. Und ich glaube, das, was wir Ihnen hier vorlegen, ist eine vernünftige und angemessene Ausstattung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, es lag alles auf dem Tisch. Es lag alles auf dem Tisch. Sie hätten schön mit uns in die Diskussion eingehen können. Sie hätten ja nach den Diskussionen und nach Ihren Fragen trotzdem sagen können, wir tragen diesen Gesetzentwurf nicht mit. Wir wollen etwas grundsätzlich anderes. Aber wenn Sie etwas grundsätzlich anderes machen, dann sollten Sie das einmal auf den Tisch des Hauses machen. Das haben Sie nicht gemacht, sich hier hinzustellen, zu kritisieren, ohne eigenen Vorschlag. Das ist nicht Sinn und Zweck von parlamentarischer Demokratie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, will ich Ihnen doch eines sagen. Ich glaube, dass wir hier im Hessischen Landtag als Abgeordnete im Rahmen der Demokratie und in dem, wie wir das hier gestalten, von Ihnen keinen Nachhilfeunterricht brauchen. Wer so mit Steuergeldern, nämlich wer so mit Spenden umgeht wie Sie im Hessischen Landtag, dass Sie Spenden nicht im Bundestag, dass Sie Spenden nicht ordentlich deklarieren. Ich sage mal Stichworte Meuthen und Ihre Fraktionsvorsitzende Weigel, wenn Sie so mit Geldern umgehen, nämlich am Staat vorbei und ohne das ordentlich zu deklarieren, brauchen Sie sich hier nicht hier im Hessischen Landtag hinzustellen und hier Tränen zu vergießen. Und wer Freunde hat, Herr Frömmrich, wer, Sie müssten jetzt zum Schluss letzter kommen, Satz, wer Freunde hat wie die von der FPÖ, die sozusagen den Staat verkaufen, um einen Vorteil zu haben, wer solche Freunde hat, der braucht hier nicht über Demokratie zu schwadronieren. Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Ältestenrat.